Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich mal was ganz, 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 ganz Neues. Das habe ich so auf die Art und Weise noch nicht gemacht und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Einen Entspannungshaul. Das heißt, ich zeige euch, was ich mir in den letzten Tagen und Wochen gekauft habe, speziell zum Thema Entspannung in meinem persönlichen Mama-Alltag. Und wir fangen mit was ganz, ganz Klassischem an. Und zwar, ich musste es mitnehmen, weil es einfach so süß war. In dem Fall war ich mal wieder ein Verpackungsopfer. Das ist von Rossmann von der Eigenmarke Isana in Badesalz. Und zwar sieht das so, 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 so süß aus. Das ist die Schmusekatze mit süß-fruchtigem Duft. Das ist eine LE. Konnte ich tatsächlich nicht anders. Und da kann man jetzt den Faden weiterspinnen. Wenn ich das dann nämlich in der Badewanne benutze, würde ich mein aktuelles Buch weiterlesen. Ich habe eine neue Buchreihe angefangen. Und zwar ist das die Silent-Reihe von Catalina Katt aus dem Cayenne Verlag. Das ist jetzt der erste Teil der Jäger. Und das ist eine Dark Romance Thriller-Reihe. Und die ist so gut. Sie ist so gut. Ich hatte ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen, in letzter Zeit echt Schwierigkeiten, also die letzten Monate, Belletristikbücher zu finden, die mich wirklich gepackt haben, die mich wirklich dann auch in diese Welt entführt haben, wo ich beim Lesen tatsächlich abschalten konnte, wo ich auch gerne weiterlesen wollte, weil das braucht ein Buch für mich, damit es mich entspannt. Ich muss in diese Welt eintauchen können, diese Welt des Buches und nicht mehr aufhören wollen zu lesen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt endlich was gefunden habe, was das endlich wieder bei mir schafft. Und bin, wie gesagt, jetzt beim ersten Teil, das ist der Jäger, und habe schon den zweiten Teil hier liegen, und zwar die Beute. Bin ich auch schon sehr gespannt. Das sind Hardcover-Bücher mit so um die 400 Seiten ungefähr. Das ist auch machbar. Und ich lese euch einfach mal hier hinten vor, um was es im ersten Teil geht. Alles an diesem Mann ist Stille. Tödliche Stille. Geplagt von Schuld und den anklagenden Blicken der Verwandtschaft flüchtet Marie nach Hellington, der berüchtigten Hauptstadt des Verbrechens, zu ihrem unbekannten Vater. Doch statt den erhofften Seelenfrieden zu finden, gerät sie zwischen die Fronten des organisierten Verbrechens und in das Visier von Silent, dem eiskalten Jäger der Unterwelt, der alles daran setzt, sein Syndikat zu schützen. Silent kennt weder Gnade noch Gewissen. Er macht seine eigenen Regeln. Nie lässt er seine Beute entkommen. Ungewollt wird Marie zur Schlüsselfigur eines tödlichen Spiels um Verrat, Blutrache und Menschenhandel und erweist sich bald schon als ungeahnte Herausforderung, die ihren Jäger an seine persönlichen Grenzen treibt. Und das ist, wie gesagt, ein Dark Roman Thriller. Keine Sicherheiten, keine Grenzen, keine Moral. Keine harmlose Love Story, keine rettenden Engel und kein strahlender Held mit Gewissen und Anstand. Kein Gut, kein Böse. Dieser Roman enthält Gewalt, Kriminalität und Leidenschaft. Und ich werde euch die Silent-Reihe auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Und zu den Büchern kam, und ich finde solche Sachen richtig, richtig toll, das hier. Wer beschützt dich, wenn es hart wird? The Hellington Heart. Das ist eine Organisation innerhalb des Buches und es ist ein Kondom, was hier drin ist. Und das kam mit den Büchern mit. Ich liebe solche kleinen Giveaways. Wer beschützt dich, wenn es hart wird? Genau. Also wir haben ein Badesalz und während ich bade, kann ich diese tolle Buchreihe zur Entspannung weiterlesen. Dann habe ich mir einen Tee wieder mal bestellt. Und zwar liebe ich ja von Chakmuni die Chakrentees. Und das zeigt wieder, wie unglaublich simpel und einfach die Chakra-Arbeit in unseren Mama-Alltag integriert werden kann. Nämlich schon, indem man den Tee trinkt, das ist jetzt das Tee für das zweite Chakra, kann man dieses Chakra unterstützen, heilen und aktivieren. Dieser Tee belebt deine Sinne ab dem ersten Schluck und weckt deine Achtsamkeit dafür, wie schön es ist, lebendig zu sein. Genau, das kann ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken, den Tee. Dann habe ich etwas Neues für mich ausprobiert. Das habe ich tatsächlich vorher noch nicht gemacht. Und zwar habe ich mir dieses Buch besorgt, Klangreisen in die Seele. Ich hatte vorher tatsächlich noch nichts zu Klangreisen gehört oder mal gemacht. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe mich damit einfach noch nicht näher auseinandergesetzt. Und dann bin ich durch Zufall auf das Buch gestoßen, das ist mit CD.
und habe dann mal so eine Klangreise gemacht. Und ich bin wirklich ohne Erwartungen daran gegangen, was da mit mir passieren kann, ob überhaupt was passiert, weil diese Musikstücke lösen einfach Bilder aus, die sich dir zeigen. Du gehst mit einer Frage in diese Klangreise, zum Beispiel, was möchte mir meine Seele sagen, und bekommst dann dort die Antworten. Und als es losging, dachte ich schon so, okay, weil die schreiben im Buch auch, manchmal funktioniert es nicht beim ersten Mal, dann musst du es nochmal machen oder länger machen, dann machst du vielleicht nicht entspannt genug. Die ersten Minuten passierte so nicht großartig viel bei mir, aber ich habe es so angenommen, ich habe auch nichts forciert. Und dann ging es plötzlich bam, und vor meinem inneren Auge in der Meditation lief tatsächlich ein ganzer Film ab. Und ich habe den erst nicht verstanden, ich habe den sofort versucht zu interpretieren, aber ich habe mich dann einfach leiten lassen, habe diese Bilder aufkommen lassen, die da kamen, und es war so schön, es war so ein schönes Gefühl. Und ich habe das dann sacken lassen, ich habe das dann auch aufgeschrieben, was ich gesehen habe, und habe dann so ein bisschen nachgeguckt, verschiedene Symbole, die einem gezeigt werden, also so Tiere oder was auch immer, haben dann natürlich auch eine gewisse Bedeutung. Und die Frage ist jetzt nur noch, ob das, was ich da gesehen habe, der Wunsch meiner Seele ist, dann wusste ich das auch schon vorher, oder ob es mir gezeigt hat, dass es bald in Erfüllung gehen wird, dann fände ich das sehr, 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 sehr schön. Also wer mal so eine Erfahrung machen möchte und ein bisschen mehr in Bezug zu seiner Seele bekommen möchte, den kann ich Klangreisen tatsächlich sehr empfehlen. Und schreibt mir gerne mal in die Infobox, wenn ihr dazu nochmal ein extra Video haben möchtet. Und dann habe ich mir was Neues besorgt für meine ätherischen Öle, und das verbinde ich ja auch ganz, ganz klar mit dem Thema Entspannung. Übrigens aktuell mein liebstes Öl, wenn ich meditiere, ist Clary Sage. Also gerade an Tagen, wo man manchmal sagt, oh, ich kann jetzt nicht meditieren, dann Clary Sage in den Diffuser oder mal vor der Meditation dran schnuppern, und du bist innerhalb von Sekunden in der Meditation. So aufgewühlt man war, Clary Sage bringt mich runter und hilft mir extrem, in die Meditation zu kommen. Also das mag ich tatsächlich gerade sehr gern. Und was ich aktuell am liebsten so tagsüber diffuse, ist die Kombination aus Peppermint und Wild Orange. Das zusammen ist so, ist so, so geil. Ich liebe, 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 liebe diese Kombination. Und was ich mir jetzt neu bestellt habe, ist dieses Armband hier mit diesem Anhänger. Und da seht ihr schon das Orangene. Das sind kleine Pads, die man auswechseln kann. Ich hole das gerade mal raus. Man schraubt einfach oben das ab, und dann hat man hier dieses Pad, was man halt rausholen kann und auswechseln kann. Und auf diesem Pad ist zum Beispiel gerade, wo haben wir es? Hier, White Orange drauf geträufelt. Und das riecht tatsächlich immer noch. Und so kann man tagsüber immer mal wieder dran riechen und sich von dem ätherischen Öl unterstützen lassen. Sei es jetzt Pfefferminz, weil man Energie braucht, oder Wild Orange für die gute Stimmung, oder, was es gerade ist. Und es sieht halt auch noch sehr, sehr, sehr schön aus. Es gibt verschiedene Bilder, die man hier benutzen kann. Ich habe mich halt jetzt für den Baum entschieden, und ich mag das tatsächlich sehr gerne. Das kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken, weil ich es bei Amazon bestellt habe. Und wenn ihr sonst Fragen zu den ätherischen Ölen habt, dann schreibt mir einfach sehr, sehr gerne eine E-Mail oder irgendwo sonst eine private Nachricht. Das war mein allererster Entspannungshaul. Ich versuche euch alles, soweit es geht, unten in der Infobox zu verlinken. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so das Letzte war, was ihr für euch zum Thema Entspannung gekauft habt. Ob euch dieser Entspannungshaul gefallen hat und ihr sowas gerne öfter sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ich verschwinde nämlich jetzt auf die Couch und lese weiter Der Jäger. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!